Die Quest, die 40 Räuber, wurde zu deinem Spiel hinzugefügt. Das weiß ich doch schon. Mehrere Fälle entführt, wollte ich erst sagen. Das hier? Ja. Nachforschen. Das Nachforschungsmenü zeigt den Fortschritt deiner Nachforschungen und Fälle an. Das Ausrufezeichen wird angezeigt, wenn das Menü neue Informationen enthält. Fälle enthüllen. Um Fälle zu lösen, benötigst du Hinweise. Diese findest du indem du Orte besuchst und Leuten in der Welt hilfst. Untersuche einen Hinweis, nachdem du ihn entdeckt hast, um mehr Informationen zu erlangen, die deine Nachforschungen voranbringen. Wenn ein Fall verfolgt wird, werden Informationen dazu auf der Karte, auf dem Kompass und im Questlog angezeigt. Wenn du in einem Fall Fortschritte machst, kommst du auch bei Basims Nachforschungen und in seiner Geschichte voran. Beshi, ein Hauptmann der Aufständischen, der im oberen Hafen arbeitet. Finde Nurs Kontaktperson. Nur deine Karte der Manufakturbezirks von Shadi, der sich nördlich von Haribaya oder Habia befindet, angefertigt. Bruderschaftshaus. Sieh regelmäßig im Nachforschungsmenü nach, um den Fortschritt der Verborgenen im Kampf gegen den Orden der Ältesten zu sehen. Das wird im Laufe deiner Abenteuer mit neuen Fällen und Hinweisen aktualisiert. Der Animos-Shop kann mich mal am Popo schmatzen. Sachen sehen zwar cool aus, aber... Gibt es noch irgendetwas, das du mir über Shari erzählen kannst? Warum sollte sich Nur dafür interessieren? Die Menschen dort sind stumme Unterstützer der Aufständischen. Einfache Leute. Arbeiter. Händler. Wenn ich so darüber nachdenke, Nur erwähnte tatsächlich einen neuen Kontakt. Einen Händler. Vielleicht wohnt er in Shari, bei den Lederfärbern der Manufaktur. Ich werde nach einem Stand Ausschau halten. Gibt es noch irgendetwas, das du mir über Shari erzählst? Die Menschen da... Wenn ich so darüber... Ich werde nach einem Stand... Ich dachte, sie sagt mir jetzt noch mehr. Oh, hell. So, wo ist der Kackdingen? Zum Einsammeln hier. In Riegeln, what? Warum war die Tür denn verriegelt? Mach Platz, du Pfeife. Ist das Ding oben vielleicht? Da ist er bestimmt drauf, oder? Nein. What in the world is this scam? Mach nochmal die Tür auf. Ach, ich kann bestimmt hier hoch. Jetzt verstehe ich. Einmal die Treppe hier hoch, ne? Ja, genau. Und zack. Somit wurde unser Codex aktualisiert. Sorry. War nicht böse gemeint. Ein neues Inventar? What? Konturenfarbe. Achso. Das ist mir alles noch. Die Wachen kommen immer näher, also muss ich schnell schreiben. Ich bekam, was ich wollte, genau wie ich sagte. Doch nun ist meine Zeit um. Räche mich und finde, wofür ich mein Leben riskiert habe. Suche bei den Seifenkochern und halte aus der Höhe nach bunten Stoffen Ausschau. Erinnere dich meines Mutes wegen an mich und mich. Und nicht meines Schicksals wegen. Ich wünsche dir Glück. Na klar. So, Fertigkeiten. Ja, ich verstehe schon. Automatisches Einsammeln. Fährtensucher. Tränen. Gehen wir mal automatisches Einsammeln. Das ist am Anfang sehr gut.
Ich habe noch einen Fertigkeitspunkt, hä? Kostet 2, okay. Sturz abfangen. Warte, krieg ich dann weniger Damage oder? Cassandra konnte hinterher über alles überleben. Enthüllt Schlüsse und hebt Gelegenheiten wie Truhen mit einem Leuchten hervor. Auch geheime Eingänge sind leichter zu entdecken. Na komm, nehmen wir den auch noch mit, den Vogel. Das Vogel-Upgrade. Das fand ich ja bei Valhalla so schlimm, das Skill-System, ne? Das haben wir nur so ganz wenig gekriegt. 0,5%, 3,2%. Machst 1% mehr Damage. Okay, hier fangen die Fotos wieder an. Now what the hell is this? Legende, na ne, Legende hier. Bekannter Aufenthaltsort. Richtig am Rhein liken die Leute. Suchen nur als Kontaktperson. Finde Beshi. Lässt sich im Tausch gegen eine Machtmünze wieder ungescholten werden. Unbescholten werden. Unbescholten? Was ist das? Gib mir erstmal den Schnellreise-Stuff da. Das ist immer so das Erste, was ich am liebsten mache, so ein bisschen Schnellreisegedöns freischalten. Damit wir oftmals schnell auch bei den Questen hin und her kommen. Schaden kann das nicht. Zack, zack. Und hier hoch. Wie ich auch schon letzte Aufnahme gesagt hatte, ich glaube in der ersten Folge kam das, der zweite. Werde ich auch noch alle anderen Assassin's Creed zocken. Glaube, ich habe nicht alle ganz durchgezockt. Ich glaube, Syndicate habe ich damals nicht ganz durchgezockt. Rouge auch nicht. Und, nette Angelegenheit. Und... Ich glaube die beiden. Es gab noch eins, da spielt man glaube ich die Frau, oder da spielt man eine Frau. Aber das besitze ich gar nicht. Deswegen, am besten führst du deine Verbrauchsgegenstände bei Händlern auf. Gegen Darahim kannst du Hilfsmittel oder Elixiere kaufen, naja. Wie gesagt, die würde ich auch noch gerne alle dann mal als Let's Play bringen. Damit wir einmal alle auf dem Channel haben. Aber die würde ich dann quasi in so ein New Game Plus machen, mit full ausgestatteter Ausrüstung. Weil, dann kann man Odyssee, wenn man full ausgestattet ist und full equipped, dann kann man das auch spielen wie ein Assassine. Wieso kann er sich nicht festhalten? What the fuck? Okay, weird. Weil ansonsten hast du eigentlich fast nur normales Kämpfen und die Schleichaktionen werden in Valhalla und Odyssee eigentlich mehr oder weniger unnötig. Weil du eigentlich fast immer nur Berserker gehst am Anfang, weil du halt zu schlecht bist, um einen zu one-shotten. Und ich hatte bei Odyssee hinterher so auf Crit Chance geskillt, dass ich alles fast nur noch gewonnen habe. Und dann kann man das auch mal in so einem in so einem Assassin-Style zocken, sag ich mal. Das fände ich ganz cool. Alter, ich will mir die Markierung untersetzen. Der schickt mich mal zur Nachforschung. Das wollte ich nur mal testen.
Ah, okay. Gehen wir erstmal zu Bashi. Warum leuchtet es da, Gordon? Er triggert mich, ne? Er triggert meine Augen. Es leuchtet. Macht Platz, ich muss zum Leuchten. Den Teppich brauche ich jetzt gerade nicht. Prinzenpalast. Geh auf Erkundung. Holy shit! Komm da weg, Sadiki. Es ist zu gefährlich. Er wurde instant von so einem Heini abgeschossen. Wie sauer ist der Heini denn gewesen? Er wäre instant tot. Wie viele sind hier? Die drei? Zack. 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 Oha, wie ist der denn gestorben? Sonst hängt hier kein anderer rum, ne? Nee. Oh. So, weg mit dir. Danke für euer Essen. Wieso kann ich nicht seinen Speer nehmen? Und da gucken zwar noch die Füße raus, aber da wird schon keiner sehen. Da habe ich Vertrauen drauf. Macht euch keine Sorgen. Er war schon tot. Auf jeden Fall gegen die Wand klatscht. Da ist noch einer. Den Schützen müsste ich nur umnieten, ne? Nah genug an der Treppe entlang gehen. Gnädigste Frau. Verdammt, ich muss fliehen. Fuck. Oh shit, ich hab mich angedit. Nix machst du. Oh shit. Das war so viel zum Thema Geheim, ne? Davon haben die anderen aber keinen Wind bekommen, oder? Wer ist er denn da? Der steht an irgendeinem Tisch rum. Und der Schütze hat auch nichts gerafft. Das brauche ich. Das war einmal kurz zu... Was? Was? Du hast meinen Vogel angegriffen. Stirb dafür. Der Himmel ist wieder sicher, Sadiki. Ich bedarf deine Augen, Sadiki. Im Prinzenpalast ist eine dicke Tore drin, hä? So. Da ist noch einer da. Dass die Schweine auch instant meinen Vogel angegriffen haben, ne? Den dürfen wir nicht vergessen. Ansonsten sehe ich jetzt gerade auch keinen, ne? Fürs Erste. Gehen wir trinken. Hier hoch.
2 neue Klingen habe ich bekommen. Das nenne ich mal ein Geschenk Gottes. Fang, mein Freund. Gut. Du hast ein Glück. Was ist denn da, hä? Fang! Halt. Drüber, du Pfeife. Da ist, da, okay. Ein Dirham, ein so ein Ding, war ein so ein Dirham drin, ich kann nicht mehr. Sparsamer Prinz, ehrlich. Warum? Ah, ich spring noch nicht runter, weil ich Angst habe. Oh, guck mal, da ist noch einer. Das hat mein Adler mir nicht gezeigt. Der Weg ist noch nicht frei. Bitte spring nicht runter, danke. Ich glaube, der Prinz braucht bessere Wachen. Wenn ich das mal so äußern darf. Dafür danke ich. Zack, zack. Natürlich alles einsammeln, soweit wie es geht. Alles öffnen. Kann ich den Dicken auch one-shotten? Eliminieren, ja. Ja. Ich hoffe, die Botschaft ist angekommen beim Prinz. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Okay, das war die Truhe, hä? Jesus. Verringert die Auswirkung illegaler Taten auf Basims Bekanntheitsgrad. Damit sehe ich mich. Man muss sich ja auch hier anpassen, ne? Meine Damen. Meine Damen. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Jetzt aber. So. Und zack. Vorsicht. Halbnackt, da muss durch. Der sieht aber schon schick aus hier, ne? Holy shit. Schon ordentlich aus. Jetzt muss der Fettsack hier durchlaufen. Guck mal hier, so auf schick schön, weißt du, pass auf. Zack. Wo ist hier? Damn! Ah. So. Leicht ins Grüne. Ein bisschen Sättigung. Leichte Vignette. Überstrahlung. Ne, machen wir Sättigung doch ein bisschen weniger. Auch Rauchen. Rauschen brauchen wir nicht.
zack, guck dir das an, wo ist es hier? Vorschau. Das sieht doch sick aus, oder? So, hochladen. Beta kriegt keine 1000 Likes da. Ich hätte mal, to be honest, ernsthaft überlegt, so einen Instagram-Kanal zu machen. Einfach für so Fotos und Spielen, weißt du? Für so. Ja. Für Spielefotos halt, ne? Was siehst du, Sadiq? Mal so ein Spielefotografie-Foto, so. Doch an sich keine schlechte Idee, oder? Verschaffen wir uns einen Überblick. Also haben wir schon ein paar gemacht, gibt ja schon viele, ist ja nicht so, dass da jetzt eine brandneue Idee wäre von mir. Aber irgendwie. Vielleicht dann auch so, dass Leute vielleicht Fotos einschicken können und so, dass man das dann hochlädt. Wäre vielleicht auch ganz cool. Mal überlegen. Vielleicht mal, vielleicht. Du bist nicht willkommen. Hey. Da bin ich hier nicht willkommen. Und hier? Oh, shit, hier ist Sperrgebiet. Ach, hier gehen weiter. Mach mal Platz. Verbrechergesinde. Ach, ich weiß, warum die sauer waren. Wegen dem Bekanntheitsgrad. Wer bist du, Mr. Musikman? Was für ein Problem hast du? Sollen wir etwas für dich spielen? Achso. Nö. Das könnte Beshi sein, der da seine Männer anheizt. Wir stehen Seite an Seite. Und sollte einer fallen, dann hilft sein Nebenmann ihm auf. Wir wurden niedergetreten, gespalten. Und doch sind wir noch hier. Und solange wir Atem schöpfen, wird dieser Kampf weitergehen. Also wetzt eure Klingen. Betet zu Allah um seine Führung. Denn heute sehe ich einen großen Sieg am Horizont. Den einen Krieger, den er hat, den motiviert er aber. Bist du Beshi? Ich gehöre zu Nur. Du kanntest ihn, oder? Ich kannte ihn. Zuletzt sah ich, wie er aus der Stadt gejagt wurde. Lebt er? Gerade so, aber er ist in Sicherheit. Der sture Hund. Wie soll ich dich nennen? Basim. Nun denn, Basim. Hast du noch eine andere Klinge als dieses Buttermesser? Du könntest durchaus etwas Größeres gebrauchen. Wofür? Willst du aufbrechen, Ali zu suchen? Noch nicht ganz. Das hier ist nur die Hälfte meiner Männer. Der Rest wird die Straße hoch im Hafen festgehalten. Wir könnten zu wenige sein, um einen Angriff zu wagen. Wenn du deine Männer retten willst, sollten wir mit Bedacht vorgehen. Ich gehe alleine, leise. Lass deine Männer hier warten und jene geleiten, die wir befreien. Ihr Verborgenen denkt alle gleich. Aber ihr denkt klug. Folge nur, ja klar. Dafür bin ich ja hier. Weg. Weg. Mach das weg. Sich dachte, der macht hier so einen Sieg, weißt du, so, ey, Motivation. Leute, da, wir verborgenen Klauen auch, wie die Heuschrecken. Erstmal Arsch kratzen, läuft bei ihm. Achso. Ich dachte, er sagt jetzt nur was oder so, aber. Oh,
Wieso bin ich dem jetzt gefolgt? Was ist das denn für ein Move? Bin ihm gefolgt, nur damit ich da stehe und nichts davon ab, ne? So, hier sind ein paar Klingen. Weise mir den Weg. Da ist einer. Der hat den Schlüssel. Und da ist ein Gefangener und irgendwo, wo ich bin, hier. In dem Zelt. Ja. Unter mir also. Sei meine Augen, Guido. Ich habe die Ohren von sieben. Zwei. Kann mir denn niemand helfen? So ein Gegner? Ne, du bist eine normale Frau. Drei, vier, fünf, sechs. Da oben, der ist wichtig. Sieben. Acht. Ja, auch noch einer. Neun. Zehn. Elf. Da sitzt noch einer. Die Nummer 12. Gut. Wie mache ich das hier? Ach so. Es gab einen Unfall. Und du hast davon nichts mitbekommen, ne? Nein, die Kamera kommt nicht so weit. Verdammt. Alter, der ist sofort ins Wasser gefallen. Kommt denn hier so weit? Oh. No. Oh, guck mal da oben. Und zack. So, damit die Hilfsmittel ausgegangen sind, kann ich direkt wieder einsammeln. Zwei neue Messer. Zwei neue Tote gleich. Hallo, mein Freund. Geh zum Anleger. Finde Beshi. Geh zu deinen Freunden, mein Freund. What? Oh. Die Klingen sind einfach vor ihm eingeklatscht. Er ist auch ein richtiger Assassine. Hä? Was war das? Du machst gar nichts. Du gehst schlafen. Da oben ist noch einer. Den hole ich mir zuerst. War hier nicht eine Truhe, Alter? Ein Wurfmesser. Alte Stimme, mein Freund. Fang! Allah, steh mir bei! Mord! Ein Mörder! Hä? Oh, nicht jetzt. Als ob der das gesehen hat. Wie soll der das gesehen haben?